Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Unboxing auf Unboxing Sartox. Ich habe heute für euch das erste Volume zu Devil Survivor 2. Das ist eine Adaption zu dem DS-Spiel, was mit der Persona-Reihe zusammenhängt. Ja, so sieht es mal von. Naja, machen wir erstmal die Folie ab. Mal zeigen. So. Ab ist die Folie. So sieht die Box von vorne aus. Geholt habe ich mir die Blu-ray-Version. Ja, Episoden 4 bis 1 sind drauf. Das Ganze geht 100 Minuten. Und als Bonus ist ein Booklet mit drin. Das hier hinten kann man sicherlich wieder abnehmen. Kann man ja mal vorsichtig machen. Wenn wir mal die Rückseite sehen. Na komm, ich will es nicht kaputt machen, jetzt. Jetzt kann man das schon abdrehen. Ja, so sieht dann die Rückseite aus. Ja, holen wir es nochmal raus. Nehmen wir nochmal die Blu-ray. Die ist nochmal eine extra Folie, gucken wir es mal hier nach. Ah, Kasewerbung drin. Ja. Gut, hier haben wir jetzt die Blu-ray an sich nochmal. Nochmal das gleiche, wie ich eben schon vorgelesen habe, Episoden 1 bis 4 und so weiter und so weiter. So, machen wir nochmal das. Eine Klippenfolie dran. Gut. Hier haben wir die erste blaue Scheibe. Quasi Newsletter-Werbung und das erste Booklet, was sich jetzt erstaunlich dick anfühlt. Gehen wir mal rein. Das sind, wie es aussieht, der Episoden-Guide. Heißt jetzt hier nicht Episoden, sondern Tage, so wie hier steht. Charakter-Artwork ist auch mit dabei. Monster. Ja, und Screenshots aus der Serie sowieso. Ja. Und das Ganze kommt auch noch mit einem Wendecover, wo kein FSK-Logo drauf ist. Ja. Das war auch schon das Unboxing zum ersten Volume zu Devil Survivor. Und für die, die es noch nicht wissen, verlinke ich mal hier aus Spaß mein Blog, wo ich über Anime News und so weiter und so fort berichte. Eigentlich hauptsächlich über das Zeug, was mich interessiert. Dann bis zum nächsten Video.